So, Ah. Okay. Ich habe eine Wand. Das ist schön, dass du eine Wand hast. Mit vier Symbolen, mit acht Symbolen. Sind das so immer zwei untereinander? Eine Krone, ja, eine Uhr, ein Trank, eine Krone. Achso, ja. Eine Krone mit drei Zacken und eine Krone mit fünf Zacken. Ja, habe ich auch. Zwei unterschiedliche Schwerter? Ne, zwei selbe Schwerter. Ein Schild, eine Uhr, eine Kette. Achso, und ich kann sowas wie die Kette, die Krone und die Uhr nehmen. Aber nicht die oberen. Achso, ich habe zwei Reihen, vier Teile. Immer zwei untereinander. Mac, danke schön für die Bits. Ja, das habe ich auch. Also ich habe nicht acht, sondern vier. Also ja, aber da, ja, du hast ja auch vier quasi in einer Reihe und genau, in also vier in einer Spalte und nochmal, genau. Kannst du deine nehmen? Ja, die unteren zumindestens. Ja, genau, ich auch. Okay, warte mal kurz. Ich schaue mich hier gerade nochmal um. Warte mal. Ich kann mir vorstellen, dass ich dir meine Reihenfolge sagen muss und umgekehrt. Es wirkt noch nicht, als könnte ich. Alles klar, Mac. Schönen Abend noch. Bis bald. Sag mir mal deine Reihenfolge, bitte. Warte. Zeigen? Wie soll ich dir das zeigen? Sagen. Ich sag dir das. Achso, sagen. Also oben, die ich nicht rausnehmen kann, ist Krone, mit jeweils 5 Zack. Mit jeweils 5 Zack? Dann so eine, naja, eine 5 Zack Krone und noch eine 5 Zack Krone. Oh, okay, ich hätte nur eine. Und dann habe ich so eine, wie eine Verlinkungszeichen, also ein Stück von einer Kette. Ja, eine Kette, ja. Und ein Buch, was aufgeschlagen ist. Okay. Und ich glaube... Ich habe ein Schwert, ein Schild, eine Krone und nochmal das Schwert. Was, ein Schwert, ein Schild, eine Krone und nochmal das Schwert? Genau, also die Krone ist auch also ein Schwert habe ich in der Hand. Ich habe eine Spitzhacke. Ein Schild habe ich in der Hand und ein Buch habe ich in der Hand und eine Krone, Dreizack-Krone habe ich in der Hand. Und ich glaube, die Dreizack... Oh, und ich habe hier ein Stück von der Tafel. Hast du da irgendwo noch eine Tafel? Ein linkes Stück von der Tafel? Linkes Stück von eine geschriebene Notiz. Ich habe hier nämlich ein Stück eine Tafel. Ja. Das sieht aus ein bisschen wie eine Reihenfolge, aber da fehlt mir halt das Anfangsstück, glaube ich. Ich habe halt noch, ich habe eine handschriftliche Notiz. It lies hidden in the vault. Achso, ja, was ich vorhin schon gesagt habe. Es liegt im Gewölbe versteckt, da bin ich mir sicher, aber ich konnte die Schlüssel nicht finden. Oh, warte mal kurz. Ja. Aber ich kann hier nicht interagieren mit irgendwas. Also vielleicht. Ich gehe die Wände einfach nochmal kurz ab. Wirkt jetzt aber. Hallo. Genau, da war unser Kollege. Hier hoch kommen wir logischerweise nicht mehr. Das ist so gewollt. Ja. So, ich bin wieder da. Sorry. Ja, hi. Also, mein zweites Symbol scheint richtig zu sein, weil das ist das einzige Symbol, was nicht mehr wieder rausfährt. Und das ist die Krone mit drei Zacken. Das ist das zweite von links, was ich eingesetzt habe. Achso. Die anderen scheinen nicht zu funktionieren, glaube ich. Warte. Schild geht nicht. Ach, du meinst also, wenn die Symbole richtig sind, dann gehen sie nicht mehr raus. Das heißt, ich kann jetzt einfach ausprobieren, wo die müssen. Naja, bei mir passt aber auch nur eins. Also eins geht nicht wieder raus. Ah, doch. Ach, Buch? Okay, warte mal. Ja. Nee, bei mir sind zwei anscheinend richtig. Ich wollte gerade sagen, bei mir sind auch zwei richtig. Buch und Krone. Nee, du kannst die immer wieder rausnehmen. Aber sonst gehen die automatisch raus, wenn sie falsch sind, glaube ich. Weißt du, was ich meine? Nee, weil du kannst... Wenn du die reinsteckst, geht's doch kurz rein und dann wieder raus. Ja. Wenn sie richtig sind, bleiben die drinnen. Dann bleiben die drin eingerastet. Aber bei mir kann ich die über zwei
zwei verschiedene Slots reinmachen und sie ist richtig. So. Das meine ich gerade. Kann ich das Buch hier auch reinmachen? Nee, bei mir passt das sonst nicht. Ich habe so das Gefühl, wir müssen uns irgendwie Symbole austauschen. Genau, also bei mir kann entweder ganz rechts oder... Aber auch den besten Pulli an, sehr kuschelig, gut. Bei mir ist alles super. Nice, Pia, nice. Ich habe gesehen, du hast nochmal zugeschlagen im Merch-Shop. Gibt's nämlich nicht mehr. Der Merch-Shop wurde jetzt eingestellt. Jetzt kein Merch mehr. So, ich habe hier noch irgendwie daneben so ein Fach, wo ich Sachen reinlegen kann, aber da passiert nichts. Ach doch, beleucht. Warte mal. Oh, da kann ich auch nichts machen. Okay, oh, da kann ich nur heller machen. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Ich probiere gerade ehrlich gesagt durch, das ist wahrscheinlich die Schummel-Variante. Gut, ist doch nicht so schwer, ist doch fast wie in einem Escape Room. Ja, das wird doch nicht schwer sein, aber ich weiß halt noch nicht genau, wie das bei uns zusammenhängt. Okay, die Krone passt bei mir nur in einen Slot rein. Warte mal kurz. Die Uhr passt in drei rein, das ist jetzt schon mal... Wir sind so doof, Alter. Die Lösung steht eigentlich genau hier. Warte mal, das passt zusammen, das ist das Buch, das heißt, ich bräuchte jetzt das Gewicht, oder was? Die Krone, die Dreizackkrone. Ah ne, das ist die Fünfzackkrone, wahrscheinlich mit der Dreizackkrone. Das Problem ist, mir fehlt ein Stück Tafel, ich weiß nicht, wo das andere Stück ist. Okay, man kann es nicht einfach ausprobieren, weil ich habe gerade eins, das passt nirgendwo rein. Naja, ich habe zwei, die passen nirgendwo rein, aber zwei passen halt. Können wir nur Sachen festmachen, wenn wir gleichzeitig, also wenn du das erste und ich das erste oder sowas haben? Weil ich hatte das ja vorhin schon rausgefunden, da hast du das ja noch nicht, glaube ich, oder? Ja, okay, das kann sein. Kann ich nicht. So, okay, Krone hatte ich probiert. Achso, die Ketten wollte ich so probieren, wo die reinkönnen. Geht da rein nicht. Hey. Ich habe mit meinen Mädels eben in 45 Minuten in dem Raum gelöst. Was, in echt oder was? Da war die echt im Escape Room? Cool. Okay. Nice. Ach so, ich weiß jetzt, was du mit Tafel meinst. Diese Symbole, die mit den Pfeilen. Ja. Hast du die jetzt. Du hast die linke Hälfte, oder was? Ich hab die linke Hälfte. Ja, sag mal an, was dein erstes Symbol ist. Also ganz unten links ist bei mir das Schild. Ja. Vertauschbar mit dem Schwert. Stopp. Also bei mir sind immer so zwei Pfeile dazwischen. Schild und Schwert. Ja, toll, da geht's nämlich schon los. Ich kann ja nicht beides. Wo hast denn du. Was hast Schild, du Schwert, Urkönig. Stopp, hast du irgendwo in der Reihe oben was vorgegeben? Ist ein Schild oder ein Schwert? Ich habe zwei Schwerter und ein Schild. Vorgegeben. Vorgegeben. Das was erste ist. Oben ist links, womit fängt's an? Oben links ist ein Schwert. Und was steht auf der Tafel? Ein Schild, ne? Ja, ein Schild oder eine Uhr. Bei mir ist das Schwert zwischen zweien, zwischen dem Schild und der Uhr. Warte mal, wir machen das anders. Ich schreibe mir das mal auf. Sag mir mal, was du jetzt. Was hast du unten links nochmal? Ein Schild, ne? Genau, unten links ist ein Schild. Warte, Schild. So, dann kommt ein Doppelpfeil oder ein einfacher Pfeil? Ich habe nur Doppelpfeile. Gut, dann habe ich das auch. Was kommt dann? Das Schwert. Schwert. Was kommt dann? Die Uhr. Was kommt dann? Die Krone. Ohne. So, dann sage ich dir jetzt weiter. Ja, was dann also, kommt nochmal eine. Dann, achso, ja, genau, richtig. Ja, jetzt sage ich dir die rechte Seite. Jetzt kommt nochmal eine Krone, aber eine Fünfzackkrone. Ist das bei dir auch eine Fünfzack gewesen? Bei mir war es eine Dreizack. Ah, dann schreib das mal mit dazu. Fünfzack. Fünf Krone. Ja. Dann kommt bei mir dieses Verlinken, so eine Verlinkung die, oder. Die Kette. Sieht aus wie ein Stück Kette, genau. Kette. Dann kommt bei mir ein Buch. Und dann kommt bei mir ein Gewicht, würde ich jetzt sagen. Sieht aus wie ein Gewicht oder eine Kugel mit einem Griff. Ich sag mal Gewicht. Das habe ich noch nicht mal. Ein Trank? Gewicht?
Ha? Ist das ein Trank? Könnte auch ein Trank sein, ja. Ich glaube, es kann auch Trank. Sein. Dann ist es ein Trank, ja. Ja, das, dann kann's, ich. Das kann sein. Okay. Gut. Auch überall Doppelpfeile so. Dazwischen. Das heißt, ja, ich habe auch überall Doppelpfeile. Das heißt, Schild wird mit Schwert getauscht. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, was du mit Buch meinst. Na, ein normales Buch. Das habe ich wahrscheinlich. Achso, ja, dann hast du. Ja, das habe ich. Na, ich habe ja auch ein paar Sachen nicht. Waren eben in einem Harry Potter Escape Room. War mega. Nice. Hex. So, aber jetzt weißt du nicht, wie ich das verstehen soll. Weil ich habe hier zum Beispiel eine Kette als Ding, was ich einsetzen kann. Und laut der Zeichnung kann man das tauschen oder was auch immer, mit der fünfzackigen Krone oder mit einem Buch. Ich habe aber weder die fünfzackige Krone noch das Buch. Ja, ich habe ja zum Beispiel die Kette auch und habe da schon das Buch drin und das bleibt auch drin. An welcher Position ist denn das Buch bei dir? Das ist drittes von links unten. Und ach, hast du die unten oder oben drin, die vorgegebenen? Nein, ich muss die unten einsetzen. Ja, ich muss die auch. Die vorgegebenen einsetzen. Sind oben. Das, genau. Dann ist die Kette vorgegeben aber und das ist quasi das dritte von links. Und das vierte von links, also das ganz rechte außen, ist auch ein Buch. Was, kein Buch? Also ich habe zwei Bücher, aber eins davon ist vorgegeben. Wo muss ich denn das Gewicht? Müssen wir uns irgendwie die Sachen hin und her tauschen? Ich habe keine Ahnung. Ja. Was denn? Guck mal rechts neben den Dingen, da ist ein Ding zum Tauschen. Leg du da mal eins rein. Ach, du musst nee, auch es muss rein, jeder eins. Ja, es muss jeder gleichzeitig eins reingehen. Ja, alles klar, check. Okay, jetzt habe ich wieder das Schwert. Okay, dann, das heißt, du kriegst wahrscheinlich. Du kriegst meine Kette, sehr wahrscheinlich. Ich krieg die Kette und deinen Trank, glaube ich. Ja, genau. So, dann kriegst du das Schwert und das Schild, würde ich mal sagen. Nee, ich habe ja. Schwert. Ich hab. Achso. So. Hey, jetzt habe ich schon wieder das Schwert. Kann man nur gewisse Sachen mit gewissen Sachen tauschen? Was hast du gerade drinne? Ich hab die Kette drin. Die Kette, dann leg ich mal jetzt das. Kann Buch man nur die Kette rein. Mit der fünfzackigen Krone oder dem Buch tauschen? Warte mal. Ist das jetzt gerade so? Ich leg mal das Buch rein. Ja. Ah. Jetzt verstehe ich aber nur nicht. Das macht aber jetzt, glaube ich, keinen Sinn, oder? Nee, das macht keinen Sinn. Nee, stopp. Nee, denn die Tafel gibt ja nur an, was wir tauschen können. Naja. Aber was müssen wir einsetzen? Zwei gleiche immer, das geht nämlich auch nicht. Ja, bei mir hat die Krone nur in einen Slot gepasst. Da würde ich schätzen, dass der richtig ist. Dann bräuchte ich jetzt mal die dreizackige Krone, bitte. Ich habe keine. Ich habe nur also eine fünfzackige. Keine dreizackige Krone. Warte mal, was ist denn beim Schwert? Was hast du beim Schwert? Das Schild. Genau, aber das habe ich dir rübergegeben, oder? Ja, ja, okay. Das Schild habe ich. Ich habe das Schild, das Schwert und die. Ich bräuchte vielleicht mal die Uhr. Die kann ich dir geben. Dann kriegst die du würde das bei Schwert. Mir bei drei auf. Slots reinpassen sogar. Aber ich weiß nicht, was ich mit dem Schwert. Ach doch, das Schwert könnte ich vielleicht hier reintun. Ja, okay. Uhr. Ach so, aber dann. Ohne. Bräuchte ich jetzt. Versteht das nicht. Entweder. Nicht. Die. Hast du ein Schild? Nee, die Uhr bringt mir gar nichts. Ja, und ich habe auch ein Schild. Hast du zwei Schilder? Nein, eins. Okay, ein dann Schild. Gib mir nee, mal ein Schild. Das Schild und ich gebe dir mal den. Achso, warte mal. Was? 20 Euro pro Nase? Wir waren 5 Personen 100 Euro bezahlt. Ja, das ist Normalpreis. Umso mehr Person man ist, umso billiger wird's pro Nase. Ja, ist wirklich so. Und da ist 20 Euro tatsächlich noch günstig, weil ich kenne auch 5 Personen, wo du 30 bezahlst. Kenne ich auch Räume. Aber mit 5 macht das schon Sinn. Also ich würde jetzt nicht mehr. Boah, 3 ist wirklich, finde ich, die Untergrenze bei einem Escape Room, weil du dann halt wirklich. Also es kommt dann immer drauf an, wie schwer der ist. Wenn es wirklich ein richtig schwerer ist, dann macht 3 wirklich keinen Sinn. Wenn es ein einfacher ist, dann macht das mit 3 Sinn. Hast du eine dreizackige Krone? Ja. Aber ich passe bei mir rein. Einmal, kannst du. Oh, wir müssen das irgendwie einmal durchtauschen. Ich brauche. Boah, ich verstehe nicht, warum. Ich brauche ein Schild und eine Uhr.
noch für mich. Ja, die Uhr habe ich hast du mir gerade gegeben. So, ich kann dir dafür den Potion und das Buch geben. So, jetzt mir mal, warte mal, aber die Sache, wir können das Buch nicht zum Beispiel gegen Schild oder Uhr tauschen, weil die nicht nebeneinander liegen. Das heißt, wir müssen jetzt die Uhr gegen die Krone tauschen, die eine Krone gegen die andere Krone und die andere Krone gegen die Kette wahrscheinlich, um dann die Kette mit dem Buch, also ich glaube, wir müssen die ganze Kette durchgehen. Uff, okay. Dann könnte ich mir vorstellen. An. Schild und Schwert. So, ich habe das Schild, du das Schwert. Ja, Moment, ich muss aber das Schwert hatte ich ja vorhin. Ja, wir müssen die Reihe quasi einmal durchtauschen jetzt wahrscheinlich. Ich hab's reingelegt. Lustig, Pia, das sagen bei uns immer auch irgendwie alle. Och, ihr habt den letzten Raum gerade mal in 8 Minuten gelöst. Das hat noch niemand geschafft. Das hat bisher irgendwie jeder... Ich verstehe auch nicht genau, warum. Aber wird schon seinen Grund haben. So. Aber nice, Pia, nice. Also habt ihr es ja, denke ich, mal geschafft. Einen Raum hat man bisher knapp nicht geschafft, aber wir durften ihn trotzdem zu Ende spielen. Ich glaube, da waren wir 2-3 Minuten drüber. Über 60 Minuten. Aber das haben wir trotzdem sehr gut gemacht. Was? Angeblich. 62 Minuten? Das geht gar nicht. Weil der Raum war echt knackig. Also der hatte, glaube ich, auch 5 von 5 Sterne Schwierigkeit. Also das war richtig geil. Da musstest du auch richtig durch enge Gänge klettern. Und da gab es hier so Nebel drin. Und also das war richtig geil. So ein bisschen Indiana Jones mäßig. Ja, du legst. Was? Ja, was soll ich machen? Die Uhr rein. No, kann ich machen. Ich habe noch drauf gewartet, dass du was sagst. Ach so. So. Schild Schwert habe ich jetzt. Schwert und Schild. Du hast die dreizackige Krone auch? Ich habe die dreizackige Krone auch. Leg die mal rein, bitte. Ich finde es gut, dass du gerade weißt, wie es geht. Ich weiß nicht, wie es geht. Du gerade rausprobieren. So. Jetzt habe ich wieder die Uhr. Willst du mich verarschen? Nee, das ist leider... Ach so, fuck. Dreh die Uhr nochmal zu. Also, tausch das nochmal gegen. Ja. Okay. So, eigentlich hier rein. Jetzt einmal die Kette, bitte. Ah, ich weiß, was wir machen müssen. Ja? Müssen wir das nicht so lange durchtauschen, bis jeder seine richtigen Teile hat? Pass auf, du brauchst immer deine vorgegebenen Teile oben. Ja. Diese Tafel funktioniert auch funktioniert sowohl beim Tauschen als auch mit der Tafel. Ja. Ich habe zum Beispiel auf der rechten Seite einen Doppelpfeil zwischen dieser Kette und dem Buch. Und wenn ich jetzt mit der Kette und der Krone, ne? Der genau. Wenn ich jetzt zu der Kette die fünfzackige Krone tue, bleibt das nämlich drinne. Das heißt, das passt nämlich auch. Das heißt, wir müssen immer die passenden Teile uns tauschen, dass die dann auch bei uns passen. Ich dachte, das wäre klar so, ja. Dafür bin ich jetzt gerade ausgegangen. Naja, dann ist ja gut, aber dann nur darfst du mir nicht alles wegnehmen. Nein, ich brauche aber sowohl die Uhr als auch das Schild. Aber damit du mir das Schild geben kannst, muss auf meiner Seite die das Schwert sein und so weiter. Also. Schade. So, was brauchst du jetzt? Warte mal. Was hast du jetzt reingetan? Bei mir liegt gerade die dreitrackige Krone drin, aber warte mal, ich brauche... Was hatte ich? Dann brauchst du jetzt die Uhr, ne? Das geht ja jetzt nicht. Ich brauch's. Die Uhr habe ich selber jetzt schon. Ich brauch einmal die Uhr und einmal das Schild. Warte. Der Stift malt nicht. Ich fand unseren Raum damals auch geil. Gerade die letzte Aktion von dem jungen Mann mit dem Schrank. Oh, das war geil, ja. Wo der sich dann erschrocken hat. Und das gibt's quasi, wo wir im Urlaub waren. Da gab's so einen dunklen Gang. Und zu Halloween hatten die das so gemacht, dass sie da quasi jemanden vom Personal hingestellt haben und die Leute erschrocken haben. Aber das war dann ein FSK 18 Raum. Normalerweise ist das ein Kinderraum, sag ich mal. Also das ist so ein Kinderzimmer. Und das haben die dann so ein bisschen auf horrormäßig gemacht. Das wäre, glaube ich, auch geil gewesen. Aber da hätte ich echt in den Arsch getreten. Also wenn die mich da erschrocken hätten, da hätte ich den Typ voll in die Eier gelatscht. Hätte es auch wissen können. Okay, ich glaube, ich weiß, was ich brauche. Das ist gut. Ich brauche die Uhr, das Schild, das Schwert und die fünfzackige Krone. Nach einem Ausschlussverfahren. Die also Uhr alles, was ich habe. Perfekt. Nee, die Uhr habe ich. Oder gibt es zwei Uhren? Hast du auch eine Uhr? Ja, dann müssen wir mal die anderen Sachen tauschen. Warte mal, du den Trank brauchst du nicht. Genau. Dafür, ich habe Trank und Buch. Ja, toll. Genau, das heißt, du kannst mir jetzt die Kette gegen das Buch tauschen? Kann ich... Ja, dann machen wir das mal. So, du lässt dir das
Buch drin und ich gebe dir den Potion schon mal dafür. Genau. Dann ist das nämlich das letzte Ding der Kette.